Prāvṛtti Janu Shirshāsana, die einbeinige Kopf-Knie-Stellung. Svenja zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Langsitz. Vom Langsitz ausgehend beuge ein Knie. Du kannst dabei den Fuß entweder an die Innenseite des Knies oder Oberschenkels geben oder den Fuß auf den Oberschenkel setzen. Dann hebe die Arme hoch und beim Einatmen räkle dich ganz nach oben zur Decke und beim Ausatmen beuge dich nach vorne. Fasse mit beiden Händen um den Fuß oder auch um die Ferse. Wenn du um den Fußballen fasst, kannst du die Wade noch besser dehnen. Damit es volles Janu Shirshasana ist, würdest du den Kopf sogar ganz aufs Knie geben. Idealerweise geht dabei noch die Ellbogen auf den Boden. Janu Shirshasana, in diesem Fall Prāvṛtti Janu Shirshasana, ist eine gute Übung, um die Flexibilität der Wade, der Kniekehle und des Oberschenkels zu fördern, insbesondere Biceps femoris, dehnt auch etwas das Gesäß. In Prāvṛtti Janu Shirshasana hast du auch eine schöne Massage der Bauchorgane und eine Ausdehnung der Wirbelsäule. Atme dabei tief ein und aus. Auf diese Weise wird die Massage der Bauchorgane erhöht. Janu Shirshasana gehört zu den Stellungen, die du auch länger halten kannst. Wenn du die Flexibilität für Paschimottanasana, für die Vorwärtsbeuge mit beiden Beinen entwickeln willst, ist es gut, die halbe Vorwärtsbeuge regelmäßig zu üben, eben auch Prāvṛtti Janu Shirshasana. Janu heißt übrigens Knie, Shirsha heißt Kopf, Asana heißt Stellung. Janu Shirshasana, Kopf-Knie-Stellung. Prāvṛtti heißt hier das Fortschreiten. Du kommst also Schritt für Schritt immer weiter in der Vorwärtsbeuge. Mehr Informationen über alle Vorwärtsbeugen und viele Variationen von Janu Shirshasana, auch manchmal genannt Janu Shirasana oder Ekapada Shirasana, findest du auf wiki.yoga-vidya.de und in der Yoga-Vidya-App.